Vergesst jedes Five Nights at Freddy's Spiel. Das neue geleakte FNAF-Game wird das geilste ever. Into the Pit. Das schauen wir uns jetzt an. Das ist ganz schön laut hier. Das wird geil. Es könnte Super FNAF vom Thron stoßen, ganz ehrlich. Also das Fangame. Ich liebe auch die Sprite-Animationen. Ich liebe die Sprite-Animationen. Schaut euch den Artstyle an. Das sieht so geil aus. Ah, du hast, was, ein Puls? Schaut euch, das ist so smooth. Okay, du hast auf jeden Fall Orte, in denen du dich verstecken kannst. Er ist definitiv von den Büchern. Es gibt ja ein, von dem Buch, es gibt ja, glaube ich, Into the Pit. Und das ist schon seit langem in Entwicklung, das Spiel. Und Skat hat ja gemeint, es ist okay, drüber zu reden und alles. Da wollte es ein bisschen länger geheim halten, hat er gesagt, auf Reddit. Und es ist für den 10. Jahrestag geplant. Ja, Five Nights at Freddy's wird dieses Jahr 10 Jahre alt. Am 8. August. Und wir haben auch noch ein paar Screenshots, die wir uns anschauen können. Das ist interessant, das ist jetzt nicht so der 16-Bit-Art-Style, das ist mir so ein ich sag mal, Low-Res 3D-Bild, Jeff's Pizza. Weiß ich nicht, ob das wirklich dabei war? Damals zum Beispiel, da müssen wir von ihm flüchten. Und wenn ich hier so aufpasse, kann ich hier? Ah, lol, kann ich hier sogar. Oktober. Könnte vielleicht geschätzt die dritte Oktoberwoche sein? Weil Zahlen sieht man da nicht. Also ich vermute mal, okay, da ist ein Light-Switch. Weiß ich, ob das was gegen ihn bringt? Wenn du den Lightswitch ausmachst. Das weiß ich nicht. Haben wir sonst was hier? Beim Gemälde ist nichts Besonderes. Ich denke mal, du kannst dich eventuell unter Tischen verstecken. Vielleicht unterm Bett verstecken. Eventuell. Oh, ist da was, dass du in den Dachboden kommst? Hier oben? Ich weiß es nicht, ob man meinen Mauszeiger sieht, aber vielleicht zoome ich auch daran. Könnte vielleicht sein, dass du da irgendwie hochkommst. Aber die Jumpscares, die werden wahrscheinlich auch böse werden in dem Spiel. Die werden böse werden. Das war dich. Ich mache Größe. Soweit es geht. So. Haben wir auf jeden Fall Chica. Weiß nicht, ob das so aussieht, dass wir Chica einen jetzt uns angreifen, aber wir schauen zu Chica. Ich frage mich auch, was das für eine Location ist. Ich kenne die Bücher halt auch nicht. Ich habe Silver Eyes mal angefangen zu lesen vor mehreren Jahren. Und ja, irgendwann habe ich dann es nicht mehr gelesen und dann das war's dann. Keine Ahnung mehr. Das sieht immer auf jeden Fall links aus, dass du auf jeden Fall hier Strom machen musst. Also so ein Sicherungskasten, dass du erst wahrscheinlich vielleicht Sicherung einfügen musst und dann kannst du den Hebel umlegen und dann hast du Licht. Vielleicht steht der Chica die ganze Zeit da, du weißt es nur nicht. Du musst halt erstmal hier Licht machen und dann musst du irgendwie versuchen, an Chica vorbeizukommen. Aber das sieht. Der Artstyle ist so geil. Ich bin mal gespannt, ob. Ich denke mal schon, dass die ganzen Animatronics dich jagen. Denke ich mal. Befürchte ich mal. Und da haben wir auch Barney. Wir versucht einen da dann sich ranzuziehen. Das sieht so krass aus. Freddy Fazbear. Lol. Ich kann ja hier. Hier kann ich richtig schön zoomen. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Ja, aber schaut euch das an. Schaut euch das an. Das wird wahrscheinlich keine Quicktime-Events haben. Es kann auch sein, dass es auch bewusst eine Cutscene ist, die getriggert wird. Oder man hat da verkackt. Eins von beiden. Ich denke mal eher, dass es eine Cutscene ist. Weißt du, rennst ganz normal hier da vorbei und er taucht auf einmal unterm Tisch hervor. Er taucht auf. So. Ich freue mich schon. Wenn euch das Video gefällt, gerne meinen Kanal abonnieren. Wenn wir weiter uns die Bilder anschauen zu Into the Pit. Into the Pit. Ist das die Back Alley? Ja, ja. Das ist die Back Alley. Was haben wir da als... Aha, da haben wir den Staubsauger. Also wir haben Trash and the Gang, haben wir hier. Oh, da ist doch irgendein Freddy da. Also in dem Müll. Irgendein Freddy ist da. Bei Trash and the Gang, die war doch ab FNAF 6. Ja, da ist die ganze... Was haben wir da? Ah, die Gitarre, die könnte zu Barney gehören, die Gitarre. Vielleicht hast du auch irgendwie Aufgaben, dass du, keine Ahnung, Barney die Gitarre bringen musst oder so. Vielleicht sind ja manche Animatronics nicht aggressiv zu dir. Ich weiß nicht.
Oder die sind anfangs aggressiv, aber werden nach und nach während dem Spiel freundlich, unterstützen dir gegenüber. Wisst ihr, wie ich meine? Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, aber das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Da haben wir auch, ja, eine Stelle. Ist das Parts and Service? Okay, das kann ich doch. Ja, ein bisschen kann ich es größer machen. Das könnte auch vielleicht ein bisschen Parts and Service sein. Hier haben wir die Werkzeuge rechts. Neben einem Freddy, dem einem Arm fehlt. Aber das sieht nicht aus, als wäre aktiv. Ich weiß nicht. Also, man sieht halt keine Augen. Weiß nicht, ob er jetzt gerade aktiv ist. Da ist die verschiedenen Köpfe. Ja, Barney Chick. Aber du hast zweimal. Das ist so ein aggressiver Barney. Da oben hast du den Cupcake. Vielleicht ist so eine Passage. Da wird Freddy vielleicht nur aktiv, wenn du zu lange die Taschenlampe anhast. Kann auch möglich sein. Ich weiß es nicht. Mehr wird man halt dann im Laufe des Jahres sehen, weil ich denke, das wird erst im August rauskommen. Ich weiß nicht, was... Also ich vermute mal, dass du die Taschenlampe da nicht zu lang anlassen darfst. Ist jetzt einfach nur mein Gedankengang gerade. Hi, Pit Spring Bunny. Ah, das war doch kurz vor der Szene. Warte mal, das war doch kurz vor der Szene. War das das? Warte. Pass auf. Ah, nee, das war ein... Wobei? Das ist doch ein und das... Das ist ein und derselbe Raum. Oder? Ja, das ist ein und derselbe Raum. Vielleicht verändert sich ja der Raum dann irgendwie nach der Cutscene oder so. Oder nach dem Moment mit Pit Spring Barney. Es kann auch sein, weil er schaut schon so. Seht ihr den Blick? Also ja, ich denke mal schon, das ist so der Hauptenemy. Obvious. Oder was ist obvious? Ich denke sehr stark. Ja, aber das ist exakt der gleiche Raum. Nur halt, ich würde sagen, ein bisschen freundlicher. Da ist also kühler Raum. Da ist er noch ein bisschen freundlicher. Vielleicht spielt es auch zu verschiedenen Zeiten. Wobei ich es nicht glaube. Ja, könnte auch sein. Mehr ist den Trailer und die Bilder kenne ich jetzt auch nicht. Also die, was wir uns jetzt gerade anschauen. Mehr kenne ich halt davon nicht. Ist das ein Kinderzimmer? Was haben wir da? Ah, wir haben Godzilla da hinten. Löse. Wir haben Godzilla da hinten als Poster. Geil. Das sieht aber schon sehr lang verlassen aus, wenn ich mir hier so die Wände, also allein die Wand anschaue. Die Schränke wahrscheinlich, dass man sich verstecken kann. Oder auf einmal springt ein Animatronic raus. Das kann auch sein. Sind ein paar Gegenstände von FNAF 4 dabei oder täusche ich mich? Da neben dem Schrank da? Ich meine, der Rucksack. Ja, das ist ein Rucksack. Vielleicht ist es ein bisschen so. Die Bilder? Ja, ich sehe Freddy, aber das sieht schon so nach einem Jumpscare Freddy aus. Vielleicht da ein Bild von der Familie? Ja, ich kann nicht weiter. Ja, da rechts ist abgeschnitten, da kann man leider nicht viel sehen. Also es sieht auf jeden Fall nach einem Kinderzimmer aus. Bin mal gespannt, was man da machen muss. Da ist irgendwas am Boden, das kann ich gerade nicht identifizieren. Ja, ein paar so Spielbauklötze oder sowas am Boden. Vielleicht, dass du auch nicht so Krach machen darfst. Also so ein bisschen weiß wie bei Mr. Hobbs, dass du halt nicht auf solche Spielzeuge oder drauf treten darfst. Ah, und das gleiche nochmal. Andere Szenerie. Andere Zeit. Also vielleicht irgendwie später. Vielleicht spielt es wirklich entweder an einem Tag. Weißt du, Tag, Abend? Ich weiß es nicht. Ja, aber okay, das ist sonst an... Also bis auf das Licht-Setting ist es nicht sehr viel anders. Wo habe ich das Bild? So. Ach nee, lol. Das ist... Okay. Das ist exakt das gleiche Bild, okay. Passt schon. Aber das Spiel wird so geil. Es könnte Five Nights at Freddy's, es könnte Super FNAF definitiv vom Thron stoßen. Hat sehr, sehr großes Potenzial, das Fangame vom Thron zu stoßen. Boah, da freue ich mich schon drauf auf das Spiel. Da freue ich mich schon richtig so drauf. Was sagt ihr denn zu den Bildern, zu dem Trailer?
Seid ihr gehypt drauf? Also ich bin gehypt, ich freue mich schon richtig drauf. Ich liebe solche 16-Bit, das ist so den Grafikstil. Ich liebe sowas. Gerne viel mehr davon. Mir bitte in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Trailer hält. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.